Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Aber viele wissen viel zu wenig darüber. Zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen gutartigem und bösartigem Krebs oder wie genau kann Krebs behandelt werden? Eine kurze Vorstellung der Krankheit bekommt ihr in diesem Video. Der Name Krebs kommt vom altgriechischen Krakinos, was früher die Bezeichnung für die Krankheit und das Tier war. Aber warum trägt diese Krankheit den Namen eines Krustentieres? Dafür gibt es verschiedene Theorien. Angeblich sollen die alten Griechen die Form von Tumoren an der Brust mit dem Körper des Krustentieres verglichen haben. Der eigentliche Tumor stellt den Krebskörper dar und die Venen, die den Tumor verlassen, sehen aus wie die Beine des Tieres. Außerdem wurde dem Brustbereich im Mittelalter das Tierkreiszeichen Krebs zugeordnet. Die Ursache für Krebs ist immer die gleiche. Und zwar eine Zelle mit defektem Erbgut. Sie kann durch körpereigene Reparaturmechanismen nicht mehr repariert und durch verschiedene Abwehrmechanismen nicht mehr in Schach gehalten werden. Und es kommt schließlich zur unkontrollierten Vermehrung dieser Zelle. Man spricht auch von Neoplasie. Es handelt sich dabei um eine übermäßige Gewebeneubildung, die man auch Tumor nennt. Gutartige bzw. benigne Tumore verdrängen durch ihr Wachstum das Nachbargewebe. Sie durchwachsen es aber nicht. Streuung findet bei gutartigen Tumoren nicht statt, das bedeutet, sie befallen keine weiteren Gewebsschichten und Organe. Gutartige Tumore kann man also mit einem Luftballon, der aufgeblasen wird, vergleichen. Er wächst und wächst, greift das umliegende Gewebe aber nicht an. Bei bösartigen bzw. malignen Tumoren sieht das ganz anders aus. Sie wachsen in benachbartes Gewebe und zerstören es. Außerdem können sie sich über die Blutbahn im ganzen Körper verteilen und dort Tochtergeschwülste bilden. Man spricht von Streuung oder Metastasierung. Bösartige Tumore werden als Krebs bezeichnet. Typische Beispiele sind Lungen- oder Dickdarmkrebs. Neben benignen und malignen Tumoren gibt es auch noch die semimalignen Tumore. Sie befallen zwar das Nachbargewebe und zerstören es, eine Streuung findet aber nicht statt. Viele sind davon überzeugt, Krebs sei ansteckend. Das ist aber kompletter Bullshit. Krebs ist nicht ansteckend oder übertragbar. Selbst bei Bluttransfusionen oder Organspenden sind die Chancen minimal, dass Tumorzellen übertragen werden. Allerdings können manche Krebsarten auch durch bestimmte Viren ausgelöst werden, die tatsächlich ansteckend sind. Aber wie gesagt, können, das ist eine Wahrscheinlichkeit. Beim einen lösen diese Viren Krebs aus, beim anderen nicht. Je nach Tumor sind auch die Symptome oder Krankheitsverläufe sehr unterschiedlich. Auch von Patient zu Patient gibt es bei gleicher Krankheit sehr große Unterschiede. Auf Komplikationen einzelner Krebsarten wie Lungen, Brust, Dickdarm, Hautkrebs und so weiter gehen wir in weiteren Videos genauer ein. In Deutschland zählt Krebs zur zweithäufigsten Todesursache. Jeder vierte Tod ist auf Krebs zurückzuführen. Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum werden in Deutschland jährlich etwa 500.000 Neuerkrankungen gezählt. Die Sterberate von Krebs liegt etwa bei 224.000 Todesfällen pro Jahr. Weltweit erkranken jedes Jahr 11 Millionen Menschen an Krebs und es kommt zu 7,9 Millionen Todesfällen. Glücklicherweise stehen heutzutage zahlreiche Behandlungsmethoden zur Verfügung. Dazu zählen operatives Entfernen, Chemotherapie, Strahlentherapie und viele mehr. Bei gutartigen Tumoren stehen die Heilungschancen im Anfangsstadium sehr gut. Bösartige, stark fortgeschrittene Tumore sind allerdings nur noch sehr schwer zu behandeln. Wie die Chemotherapie funktioniert und was es sonst noch für Behandlungsmethoden gibt, erfahrt ihr in den anderen Videos der Playlist zum Thema Krebs. Unbedingt anschauen. In diesem Video erklären wir euch genauer, wie Krebs entsteht. Einfach draufklicken. Hat euch das Video was beigebracht oder gefallen? Dann gebt einen Daumen nach oben und zeigt es euren Freunden, damit auch sie einen Plan haben. Welche Krankheiten interessieren euch noch so? Schreibt es uns in die Kommentare. Haut rein, bis dann, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.